Sein allererstes Auto war ein BMW und dieser Marke ist Christian Silverhorn bis heute treu geblieben. Mittlerweile ist er Besitzer der sage und schreibe drittgrößten privaten BMW-Sammlung weltweit. 88 Autos und über 300 Motorräder. Schätze, die viel zu schade sind, um sie in einer Garage zu verstecken. Deshalb baut der Unternehmer aktuell sein eigenes Museum. Hier im Museum werden 88 Fahrzeuge zu sehen sein. Motorräder sind es über 300. Aber auch hier werden wir nicht alle ausstellen. Wir werden sie auch mal wechseln. In erster Linie haben wir 50 BMW-Motorräder, 220 Nürnberger Motorräder und dann noch aus ganz Deutschland und Europa speziell 50 Kubik Mopeds. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf über 1 Million Euro. Über den Wert seiner Sammlung spricht Silberhorn nicht. Der ideelle Wert ist mit Geld sicher nicht aufzuwiegen. Der Unternehmer kennt jedes Stück ganz genau. Zwischen all den teuren Schmuckstücken lassen sich auch echte Klassiker finden. Mein Interesse ist nicht nur, die High-End-Motorräder zu haben, sondern auch Motorräder, wo sich die Besucher selbst wiederfinden, die sie vielleicht selber gefahren haben früher oder wo der Vater oder der Großvater hatte. Und da haben wir jetzt hier ein Beispiel, ein Herkules-Mofa, was eigentlich so die breite Masse gefahren hat. Das Museum öffnet voraussichtlich im Winter. Der Eintritt wird um die 15 Euro pro Person kosten. Auf den 2 Etagen sind alle Besucherinnen und Besucher willkommen, die Christian Silberhorns Leidenschaft für besondere Fahrzeuge teilen.